Willkommen zu Let's Play Donkey Kong Land 3. Und ja, ihr seht richtig, ich spiele die japanische Variante des Spiels. Das hat den einfachen Grund, weil sie Farbe besitzt, denn exklusiv in Japan ist im Jahre 2000 eine Game Boy Color Version von Donkey Kong Land 3 erschienen. Und in den USA und Europa gibt es lediglich die Game Boy Variante, die 1997 erschienen ist. Und naja, wenn wir Schwarz-Weiß vermeiden können, dann machen wir das auch, ne? Einziges Problem ist halt jetzt, dass wir japanische Schriftzeichen haben, aber damit kommen wir schon klar. Aber ich hoffe ehrlich gesagt, dass jetzt vielleicht auch so ein paar Leute sagen, okay, das Let's Play schaue ich mir an, weil es jetzt nicht so scheiße aussieht. Ich meine, jetzt hat es ja auch Farbe. Es ist nämlich so sau schwierig immer den jüngeren Zuschauern vorzugsweise die alten Games schmackhaft zu machen, obwohl die auch so cool sind. Hä? Jetzt dachte ich schon, ich kann als Angard das Ziel nicht betätigen. Das wäre ja krass. Oh, schneller, noch 12. Weiter. Okay, Hammer. Jupp. Nein, die Münze... Ach komm, ihr Asozialen. Ich dachte, die Münze kommt unten hin. Voll getrollt. Ja, er kommt noch. Hallo Squawks, wie geht's? Ja, servus. Du hast ja richtig Bock, gerade zu zocken, oder? Absolut. Das ist schön, weil dann kann ich nämlich gleich meinen Job behalten. Bist du noch mit deiner Freundin zusammen? Naja, was soll ich sagen? Wir haben uns getrennt. Echt? Und warum? Ja, sie hat mir nicht so gefallen. Und so, hat halt nicht so meine Wäsche gebügelt und schlecht gekocht. Ernsthaft? Das war der Grund? Du bist echt ein Arsch. Nein, es war was anderes, aber ich will das nicht unbedingt sagen. Warum? Sie hat mich betrogen. Ernsthaft? Warum und mit wem? Oh, mit David Wise, weil er so geile Musik macht. What? Mit David Wise? Die Bilder in meinem Kopf. Ja, toll. Lach mich nur aus, Mann. Nee, Quatsch. Ich hab Mitleid. Nur diese Konstellation ist ein bisschen, weißt du, strange. Nee, das ist echt asozial, also, ne? Sei froh, dass du wie los bist. Ja, derbe Mann, ich suche schon eine neue auf Facebook. Du, ich weiß nicht, ob du da richtig bist. Da kriegst du vielleicht einen aber mehr auch nicht. Nicht jetzt? Naja, dann gehe ich erstmal heulen. Ja, mach das. Kann helfen. Oh, es regt mich so auf, wie Kitty guckt. Ich meine, schau dir das mal an. Wie behindert ist denn das? Das sieht so scheiße aus. Oh, der fühlt sich ja doch so cool. Ich bin gut. Ja, schau mich an. Ah! Ich steh dir recht. Hier kriegt man auch noch einen Up von den Entwicklern geschenkt. Weil sie genau wissen, das Level ist kacke. Und die wollen wohl nicht, dass man hier Game Over geht. Junge! Das ist, ich finde es aber auch ein bisschen zu krass hier, weil erstens einmal ist die Kamera scheiße. Sie zoomt zu sehr rein. Und zum zweiten ist die Grafik nicht die beste. Holy crap, wie schwer muss das Level bitte schön sein auf dem Gameboy in Schwarz-Weiß, wo du echt gar nichts siehst? Und ich denke immer, ich kann auf die Zinger springen, aber es geht nicht. So, jetzt mal nichts machen, da kommt ein Zinger, dann kommt noch einer. Was war denn jetzt der Grund? Ich dachte, ich kann da hoch. Anscheinend nicht. Immer drücke ich da zu spät, weil ich erstmal am Fluchen bin. Warum? Ach. Aha. Ich muss doch von Käfer zu Käfer springen. Warum ging das jetzt nicht? Wieso war ich da zu schnell? Bitteschön. Okay. Boah, ist das fies. Ja, wo ist die Münze jetzt? Nein. Da oben links. Was seid ihr denn für Schweine? Und ich könnte schon wieder hier sterben. Es ist aber auch eine dumme Stelle. Alter, was ist das für ein Kack? Das Level sagt... sagt er, nachdem er zweimal fällt. Nee, aber es regt mich irgendwie auf hier. Weil da kommt man immer nur so ganz, ganz langsam voran. Überall Zinger. Oder diese Minks. Ich
mag sowas nicht, wenn man so lange braucht, um voranzukommen. Das nervt. Vorsicht. Alter, wie willst du der ausweichen? Das hält mich auf Trab. Aber ordentlich. Squitter, 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 Squitter war im Anfangsbereich irgendwo. Und Dixie und Dixie, wo ist sie? Erstmal Squawks, erstmal Squawks. Was hier ist. Squitter? Nein! Scheiße. Oh, das kann doch nicht dein Ernst sein. Fuck you. Ernsthaft. Sag mal, bin ich eigentlich dumm? Ich lass mich zweimal von dem gleichen Lappen killen oder was? Ja, da braucht man sich auch nicht wundern. Oh, was eine Scheiße. Ich find's interessant, dass Kitty hier nicht besiegt wird, obwohl sein halber Arsch in der Zinger steckt und eigentlich zersägt werden müsste. Boah, stellt euch mal das vor. Ihr hängt euren Arsch in eine Kreissäge. Dann geht's zwar leichter raus, aber ansonsten hat man nur Nachteile. Und wahrscheinlich noch einer. Ja, da unten klettert einer. Den sieht man sogar ein bisschen. Wow. Ja, ist klar. Ist klar. Weil man da auch was machen kann. Mhm. Logisch. Fuck you. Ich hasse auch diesen Glitch, dass man... Gerade das, das wollte ich ansprechen. Habt ihr das gesehen, wie abgefuckt es ist? Ich wollte es gerade sagen. Ich hasse den Glitch, wenn man mit Ellie dem Elefanten durch den Gegner durchspritzt und ihn zu 100.000% getroffen hat, aber das Spiel das einfach nicht anerkennen will und sagt, ja, nee, der hatte irgendwie eine Panzerung und deswegen ist er nicht getroffen worden. Und stattdessen kriege ich einen Konter dann in die Fresse und fliege 50 Meter weit weg. Hallo, ich bin ein Elefant! Müssen wir noch reden? Nein, oder? Also da flippe ich aus. Alter Schwede, warum komme ich in jedem Level vor? Verdammt nochmal! Wie soll ich denn so eine neue Freundin finden? Hast du denn schon neue Kontakte geknüpft? Ja. Auf E-Darling. Echt jetzt, Junge? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Qualität ist. Ja, meine Fresse, was soll ich machen? Ich komme nicht unter die Leute und siehst du doch, ne? Ich muss hier ständig arbeiten, verdammte Kacke. Für einen Hungerlohn. Da verdiene ich aber Megis hinter der Kasse mehr. Ja, dann fang doch an. Nee, da ist mir die Quali zu scheiße. Oh, das stimmt, Alter. Wenn ich da sehe, was da alles immer in der Ablage ist. Aber wenn es nicht in der Ablage ist, schmeckt es echt geil. Ja, da hast du recht, ne? Aber ich bin lieber bei KFC, oder? Ist immer frisch. Ja, bist du nicht irgendwie ein Kannibale, wenn du die ganzen Hotwings frisst und so? Oh, du, das juckt mich nicht. Hauptsache, es schmeckt. Verräter. Ey, suchst du Stress oder was? Nein, nein, nein. Du würdest doch auch einen Menschen essen, wenn es drauf ankäme. Ja gut, aber ich meine, ist ja nicht so, als hättest du auch Auswahl, ne? Wir sind ja nicht in einer Apokalypse. Wieso? Es kann jederzeit eine Zombie-Apokalypse ausbrechen. Hast du nicht Last of Us gespielt? Doch, klar. Ach, Squawks, du bist schon irgendwie cool. Ja, jetzt was Falsches gesagt. Würde ich mir doch nicht mehr erlauben. Niemals. Aber lass dir einen Tipp geben. Warte einfach. Du versuchst, glaube ich, irgendwas zu erzwingen mit deiner Alten und... Ja, ich glaube, auf den ganzen Portalen wirst du nur enttäuscht. Ach, vielleicht hast du recht. Dann setze ich mich auf die Couch und schaue RTL. Ciao. Ja gut, das habe ich jetzt nicht damit erreichen wollen, aber wie du meinst. Hilfe. Getötet.